Dieses Einzeltäter-Thema ist ja auch eines, was wir erlebt haben bei dem Oktoberfest-Attentat in München 1980, wo es ja auch Zeugen gibt, also genau wie von dem Mädchen, wo du sagst, mit der Entführung, das ist beobachtet worden, mehr als eine Person. Auch da gibt es Zeugen, wie Gundolf Köhler mit mehreren im Auto zur Wiesn gebracht wurde und man stur bis auf den heutigen Tag das Ganze in diese Einzeltätergeschichte, der dann auch das ist ja total praktisch, sich selbst mit in die Luft gejagt hat und damit das Thema natürlich auch erledigt ist. Also irgendwie so eine Masche, die ganz gut funktioniert. Man hat den Schuldigen und der Schuldige muss schweigen, aufgrund von nicht mehr physischem Vorhandenseins. Das ist ein sehr beliebtes Spiel im deutschsprachigen Raum. Und nicht zuletzt eben die angesprochene Geschichte NSU. Dort ist es ja nicht anders. Da gibt es zwei, in Anführungsstrichen, Tatverdächtige, Mundus und Bönhardt, die sich beim Anblick hoch qualifizierte Killer, muss man dazu sagen, also angeblich, die sich beim Anblick von zwei Polizisten derart erschrecken, dass sie sich gleich erschießen. Und zwar gegenseitig, gleichzeitig und synchron. Und auch noch ihren Wohnwagen anzünden. Ja. Der Dritte, der da rausgekommen ist aus dem Wohnwagen, spielt erstmal keine Rolle. Den Leute gesehen haben. Nun ja, also da gilt wieder diese Zweiertäter, muss man ja eigentlich sagen, Tätertheorie. Aber es ist im Grunde so, jene, die aus der Reihe tanzen könnten, um sich selber zu retten, werden geopfert, bleiben tot auf der Strecke. Und es ist dann, als hätten die einen Trichter, wo man alle ungelösten Fälle reinstecken kann, alles, was man über Jahre hinweg versucht zu lösen, aber nicht lösen darf, den in die Schuhe schiebt. Das ist eine ganz beliebte Sache. Wir sehen das ja jetzt in München vor Gericht, wo der NSU-Komplex verhandelt wird. Es gibt bisher keinen Beweis dafür, dass diese beiden auch nur an einem Tatort waren. Und das wird auch so weitergehen. Ich bin der festen Überzeugung, habe jetzt auch dazu was geschrieben, also ein Buch, bin der festen Überzeugung, dass wir hier auch eine Art Fall Priklopil haben oder Köhler. Das ist die Masche, mit der die Öffentlichkeit letztendlich gesteuert werden soll in ihrer Meinung und in ihrer Auffassung. Das ist ja sehr wichtig. Die Behörden würden alles tun. Natürlich tun die alles. Die tun alles, um die Aufmerksamkeit und die Ermittlungen in eine bestimmte Richtung zu lenken. Man muss aber natürlich wissen, das weiß ich in der Tat nicht, wie das in Österreich ist, aber in der BRD hast du ja eine Struktur, eine höchst problematische Struktur, was die sogenannte Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften betrifft. An der Spitze der jeweiligen Bundesländer stehen politische Beamte als die jeweiligen Generalstaatsanwälte. Und insofern hast du eine Staatsanwaltschaft, wo die darunterliegende Staatsanwaltschaftsstruktur abhängig ist von den Weisungen des jeweiligen Generalstaatsanwaltes. Und das, wie gesagt, ist eine politische Figur. Also eine unabhängige Justiz. Ich habe keine Ahnung, ob das in Österreich eine ähnliche Struktur ist. Ist das natürlich nicht. In Österreich sind die Strukturen ähnlich wie in Deutschland. Sie sind etwas verästelter, aber letztendlich in ihrer Wirkung genauso. Und wir haben ja in Deutschland auch, nicht nur, auch in Österreich, letztendlich ganz an der Spitze immer den Justizminister, der ja auch noch dem Generalstaatsanwalt gegenüber weisungsbefugt ist. Und wenn der Justizminister sagt, ohne Begründung übrigens, hier wird nicht ermittelt, wird er nicht ermittelt. Das heißt, es gibt keine unabhängige oder nicht völlig unabhängige Justiz, offensichtlich aus gutem Grund. Die Struktur in Österreich ist ähnlich. Es geht darum, wenn Fälle sich ereignen, die politisch brisant sind, nicht gewollt sind, einfach die Bremse reinhauen zu können. Das ist also ganz offensichtlich. Man kann sich keinen anderen Grund vorstellen, warum denn ein Politiker letztendlich bestimmen kann, ob in einer Straftat ermittelt wird oder nicht. Ja. Nee, das ist ja etwas, was wir kriegen in den Schulen beigebracht, wie wichtig Gewaltenteilung ist und was mit genau dieser Gewaltenteilung zwischen derjenigen, also Legislative, Exekutive und Judikative, die wichtig ist. Montesquieu hat gesagt, wenn zwei von denen in einer Hand sind, spricht er von einer Diktatur. In dem Moment, wo das
der Fall ist. Und das können wir hier in solchen, wir können es im Fall Barschel feststellen, wir können es in vielen anderen Möllemann und anderen Fällen feststellen. Hast du eine Situation, wo die Dinge deckungsgleich sind? Und das sind, wie gesagt, nach dem großen Aufklärer, Merkmale einer Diktatur. Und das haben wir hier beim Fall NSU ja letztendlich ähnlich. Wir sehen das ja aktuell im Fall NSU vor Gericht, dass nicht nur, und das ist ja blamabel für einen solchen Staat, dass nicht nur die Staatsanwaltschaft, in dem Fall die Bundesanwaltschaft, Weisungsempfänger ist, sondern dass die Exekutive, in dem Fall die Geheimdienste, die Justiz vorführen, lächerlich machen, bestimmte Akten nicht herausrücken, bestimmte Akten vernichten, mit Aussagegenehmigungen Schach spielen und sagen, naja, ihr könnt hier fragen, wie ihr wollt, unsere Aussagegenehmigung sieht das nicht vor, also sagen wir nichts. Das heißt, die stellen sich selber praktisch Genehmigungen aus, nichts sagen zu dürfen oder sagen zu müssen. Und das Gericht steht dann da und muss sich damit zufrieden geben. Also letztendlich das in einem angeblichen Rechtsstaat. Angeblichen Rechtsstaat. Ja. Sie stellen sich damit außerhalb des Rechtes, dass ein Geheimdienst bestimmte Dinge und nicht sagen und bestimmte Personen auch schützen muss, ist völlig klar. Das ist auf der ganzen Welt so. Aber in dem Moment, wo es hier um Mord oder wo es um Kinderpornografie oder hier bei NSU um eine ganze Mordserie geht, kann es nicht sein, dass die Leute einfach keine Aussage, eine Genehmigung bekommen. Wir haben aber bei NSU ja auch, insofern ist das auch so eine ähnliche Geschichte, die Verquickung wiederum mit ausländischen Geheimdiensten. Das ist richtig. Hier haben wir das im Fall Staatsaffäre Kampusch und auch im Fall NSU. Das passt also nahezu deckungsgleich. Wir haben im Fall NSU nicht nur, aber auch den türkischen Geheimdienst mit im Boot sozusagen, den MIT, der über Jahre hinweg Strukturen in Deutschland aufgebaut hat, auch innerhalb der türkischen Arbeitnehmerschaft. Das wird jetzt zu weit für eine Einzelheit zu erklären. Aber es ist so, dass ausländische Geheimdienste eine wesentliche Rolle spielen, genauso wie hier im Fall Kampusch. Du hast den amerikanischen Geheimdienst mit dabei im Zusammenhang mit dem ominösen Tod einer Polizistin bei dem NSU-Thema, wo ja auch die Story vorn hinten nicht stimmt. Einer der vielen amerikanischen Geheimdienste. Manchmal glaube ich, 70% aller Amerikaner würden beim Geheimdienst arbeiten, weil es eben so viele gibt, die brauchen ja Personal. Ja. Einer ist ja weg, der Snowden, der muss ja ersetzt werden. Durch mehrere wahrscheinlich. Ja, es ist in der Tat so. Also in Heilbronn, beim Tod der Polizistin Michelle Kiesewetter spielt auch ein amerikanischer militärischer Geheimdienst eine Rolle. Islamisten, V-Leute, Drogenhändler aus dem Osten Europas. Letztendlich auch irgendwas Österreichisches, habe ich sogar festgestellt. Also offensichtlich ist es so, dass es im osteuropäischen und westeuropäischen Bereich Organisationen gibt, die letztendlich zusammenarbeiten, was allerdings anhand der Taten, die sie begehen, erstmal nicht ersichtlich ist. Also es kann durchaus sein, dass zwischen bestimmten Teilen derer, die hinter der Staatsaffäre Kampusch stecken, ein Zusammenhang besteht zu einer Organisation, die irgendwo mit dem Bereich NSU korrespondiert. Also da bin ich gerade dabei, das zu recherchieren. Kann so viel sagen, dass diese Bundlos-Böhner-Zschäpe-Story wirklich nur eine Geschichte ist, beim Kaffeetrinken kann man die sich mal erzählen. Letztendlich steckt da ganz was anderes hinter. Da geht es um eine hohe Gesellschaft innerhalb der unserigen Gesellschaft, der europäischen allerdings, nicht nur der deutschen, die sich zu einer Organisation zusammengesetzt hat oder gefunden hat, wie immer man will, die höchst effektiv arbeitet auf dem Sektor des politischen Mordes. Aber das würde jetzt wobei wir, ja, wir sind durchaus auch, ohne dass das schlimm ist, ein bisschen zu deiner neuesten Publikation, die sich mit dem Thema NSU befasst, gesprungen, aber da die Dinge, auch die Machenschaften durchaus vergleichbar sind und das Vertuschungshandwerk und die Handschrift durchaus vergleichbar ist, ist das etwas, was
ein grundsätzliches Krankheitssymptom unserer Gesellschaft ist. Ich meine, wenn wir hier von einer Mordserie reden, und man konnte ja vor Jahren in türkischen Zeitungen, vor vielen Jahren nachlesen, wer dahinter steckt, was es an Vermutungen gab, das wissen wir aus den türkischen Ermittlungen, türkischen Kripo, aber auch türkischen Publikationen, dass das was mit Drogen, dass das was mit Mafia zu tun hat, dass das mit rivalisierenden Drogenbanden zu tun hat. Und daraus wird eine ausländerfeindliche, nationalsozialistische Rührselstory gemacht, aus politischen und aus sonstigen Gründen, dann ist das ja an Geschmacklosigkeit eigentlich auch an Verschleierung und Vertuschung der wahren Sachverhalte nicht mehr zu überbieten. Richtig, es gibt ein Beispiel für die mögliche Verstrickung türkischer Geheimdienste oder des türkischen Geheimdienstes. Der Fall Kolbstraße in Köln, Explosion einer Fahrradbombe. In Deutschland lebender Türke hatte seinen Bruder, Geheimdienstoffizier, zu Besuch in Deutschland. Und man hat dann den einen oder anderen Freund und Verwandten innerhalb Deutschlands besucht und war auch in der Kolbstraße in Köln. Kam aus Berlin und siehe da, plötzlich geht diese Bombe hoch. Justament in diesem Augenblick wird der Geheimdienstoffizier, der türkische, als Besucher in Deutschland Zeuge dieser Bombenexplosion. Das sind Zufälle, die mag es geben, aber man will nicht wirklich daran glauben. Ja. Naja, und die Vergleiche, die du dann angesprochen hast, dass die beiden sich dann gegenseitig umbringen, dass es einen Dritten gibt, der in dem Wohnwagen drin war, kein Mensch dieser Spur und diesem Hinweis nachgeht, das ist wie bei Köhler, das ist wie bei Natascha Kampusch, also all diese Dinge, die dann politisch nicht mehr gewollt sind, da wird das Recht gnadenlos geopfert. Und das ist eigentlich die gemeinsame Überschrift und das wirklich Traurige, das hat mit einem Rechtsstaat und einem freiheitlichen Staat nichts zu tun. Also man kann sagen, in allen Fällen, als überspannende Zeile, Überschrift, das Recht ist immer nur für die da, die sowieso kein Recht bekommen. Die letztendlich die Zügel in der Hand haben und die Geschicke lenken, die haben ein eigenes Recht, wie immer sich das auch zusammensetzt. Es ist auf keinen Fall demokratisch. Ja. Karl Marx hätte das formuliert, dass das herrschende Recht das Recht der Herrschenden ist, in Abwendung eines anderen Satzes von ihm. Aber das bringt es letztendlich auf den Punkt. Und der Zynismus, das vielleicht noch zum Abschluss, der Zynismus, mit dem hier gearbeitet wird, ist ja auch dadurch gekennzeichnet, dass sowohl Mundlos wie Böhnhardt Statisten bei ARD und ZDF, bei Tatort und Küstenwache sind. Vielleicht sagst du da nochmal einen Satz, was da Irrsinniges im deutschen Unterhaltungsfernsehen stattfindet. Es gab Jahre vor Entdeckung, muss man ja sagen, des NSU. Diese offizielle Entdeckung war ja am 4.11.2011. 2011. Ja. Küstenwache ist 2001, glaube ich, oder Tatort, und das andere ist 2004. Also es ist ein Jahrzehnt vorher. Ja. Gab es eben diese besagten beiden Folgen, Küstenwache und Tatort. Küstenwache spielt in Norddeutschland an der Küste und es war auch zeitlich nicht weit weg von dem Mord in Rostock an dem türkischen Geschäftsmann. Dort wurden in einer fiktiven Akte die Bilder von Mundlos und Böhnhardt gezeigt. Die waren zwar damals in der Fahndung, aber man nimmt grundsätzlich beim Fernsehen, wenn man in einem Krimi irgendeine Akte nachempfinden muss, Fotos von Mitarbeitern. Die fragt man und dann wird da eine Akte in der Requisite gebaut und diese Akte wird verwendet. Man nimmt nie Menschen, die tatsächlich gesucht werden oder von denen man glaubt, sie würden gesucht, es sei denn, man hat den Auftrag, das zu tun. Ganz offensichtlich sollte die Zuschauerschaft schon einmal unterschwellig an den Anblick von Mundlos und Böhnhardt gewöhnt werden. Mhm. Die ja da in den Sendungen, ohne verurteilt zu sein, also sonst, du hast dich hier korrekt im Zusammenhang mit dem Transporteur zum Gleis bei dem Natascha Kampusch-Täter immer von H. geäußert, also den Namen nicht gesagt. ARD und ZDF haben die Klarnamen aufgedeckt und du konntest die lesen, du kannst die heute noch lesen. Ja. Das richtige Geburtsdatum, der richtige Geburtsort, also die Personalien haben gestimmt. Was an sich schon
journalistisch ein Unding ist, weil die Leute ja erst einmal nicht diejenigen sind, die man hier vorführen kann, solange sie nicht verurteilt sind. In einer Folge dieser besagten Kriminalserien ging es aber bezeichnenderweise um Islamismus. Islamismus, richtig? Ja. Und um Unregelmäßigkeiten bei der Bundeswehr, um das mal so vorsichtig zu formulieren. Und eine der beiden Folgen, ich glaube, es war die Tatortfolge, nannte sich dementsprechend Bestien. Also man sieht, dass hier deutlich manipuliert werden sollte. Als Ausrede, anders kann man das ja nicht formulieren, wurde von der Produktionsfirma oder von beiden Produktionsfirmen unabhängig voneinander gesagt, eine Praktikantin hätte die Akten frisiert sozusagen. Und man könnte jetzt nicht mehr herausfinden, welche Praktikantin. Also in beiden Fällen. In beiden Fällen. Und zwar sind das zwei verschiedene Produktionsgesellschaften, genau. Haben zwei ganz, ganz bösartige Praktikantinnen, von denen man heute nicht mehr weiß, war diese Fotos da rein. Mit Klarnamen, mit echten LKA-Akten, großartig. Ja. Das ist gutes Personal. Also ich weiß von meiner Zeit beim Fernsehen, dass in der Requisite keine Praktikantinnen beschäftigt werden, die solche Aufgaben übernehmen. Eine Akte herzustellen, dazu bedarf es schon einer gewissen Ausbildung. Und das machen eben die Requisiteure, die haben das gelernt, das macht kein Praktikant. Wenn du sagst, das ist an sich ein guter Hinweis, der eine von den beiden hieß Bestien und hier sollten offensichtlich die Bevölkerung an bestimmte Gesichter gewöhnt werden, dann stellt sich natürlich wirklich die Frage, wer führt hier eigentlich Regie? Wer ist eigentlich derjenige, der hier auch im Medienbereich den Ball, also wirklich weisungsgemäß ARD und ZDF zuspielt und die setzen das dann genauso um. Also dieses Märchen mit der Praktikantin ist natürlich dummes Zeug. Und das Spannende ist, die Dinge sind ja jetzt vor ganz kurzer Zeit auf YouTube gestellt worden und die Reaktion ist keine Stellungnahme von ARD und ZDF, sondern die Reaktion ist, dass das ZDF sofort Urheberrechtsansprüche geltend gemacht hat und gesagt, das Video ist jetzt bei YouTube gesperrt und man kann sich das was dann ursprünglich eingestellt wurde, nicht mehr ansehen, weil es eben diese Urheberrechtsansprüche des ZDF gibt. Das ist die Reaktion eines Qualitätsmediums in einem freiheitlichen Rechtsstaat auf eine solche höchst fragwürdige Geschichte. Wenn wir uns vorstellen, dass die Intendanz der Sender, nun ARD oder ZDF, natürlich Angehörige von des politischen Systems sind, des politischen Systems, ja. Dann wissen wir auch um die kurzen Wege, die kleinen Dienstwege zwischen bestimmten Behörden und staatlichen Sendern. Das kennen wir aus anderen Ländern. Früher wurde das immer der DDR vorgeworfen, so zu handeln. Dann können wir uns auch vorstellen, wie ganz bestimmte Nachrichten transportiert werden, in welchen Sendungen die transportiert werden und wer da letztendlich politisch für verantwortlich ist. Ja. Man wird nicht umsonst Intendant. Ja. Man muss was tun dafür. Da muss was tun dafür, genau wie man auch nicht umsonst Bundespräsident wird. Auch da muss man was tun. Wenn man einen Fehler macht, dann wird man ruckartig abgestraft. Lieber Udo, ganz herzliches Dankeschön. Es ist ein schwieriges und ein trauriges Kapitel, was den Zustand des Rechtsstaates oder in dem Fall der Rechtsstaaten, Republik Österreich, BRD, betrifft. Und insofern ist eine solche Aufklärung auch zugleich, und so verstehe ich auch deine und auch Guidos Arbeit, eure gemeinsame Arbeit, etwas, was letztendlich zum Aufwachen und Aufwecken dienen soll, nicht um hier irgendwo in was Negativen zu bohren, sondern darauf hinzuweisen, diese Dinge müssen in die Heilung gebracht werden. So kann ein Rechtsstaat letztendlich nicht agieren und hier gibt es eine ganze Menge zu tun. Du bist jetzt so lieb, sagst mir nochmal, wie dein NSU-Buch heißt, das ganz neu im Amadeus Verlag erschienen. Ja, das nennt sich NSU, was die Öffentlichkeit nicht wissen soll. Und es wird zu einer neuen Auflage kommen, Ende Februar, Anfang März, wo ich noch ganz brisante Sachen drin habe. Ja, ganz herzliches Dankeschön. Staatsaffäre Natascha Kampusch, streng vertraulich, Politikskandal, Vertuschung und Opfer, die Publikation von Guido Grant und Udo Schulze. Eine Publikation, die eben, das ist das ganz Besondere, auf die Originalakten des, wie wir gehört haben, verunglückten Chefermittlers der Wiener Polizei zurückgeht und wo eben Kollegen von ihm
ja, aus Unmut oder wer auch immer aus Unmut darüber, dass das Ganze vertuscht wurde und ein Kollege letztendlich daran gehindert wurde, die Wahrheit zu entdecken und zu ermitteln, dass eben wirklich investigativen und wirklichen Aufklärungsjournalisten zur Verfügung gestellt hat. Und das spricht eben für Udo Schulze und für Guido Krandt. Herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ich sage von dieser Gesprächsrunde beim Mysterienzyklus tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Bestimmte Richtung zu lenken. Ja. Da muss man natürlich wissen, ich weiß nicht, das weiß ich in der Tat nicht, wie das in Österreich ist, aber in der BRD hast du ja eine Struktur, eine höchst problematische Struktur, was die sogenannte Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften betrifft. An der Spitze der jeweiligen Bundesländer stehen politische Beamte als die jeweiligen Generalstaatsanwälte. Und insofern hast du eine Staatsanwaltschaft, wo die darunterliegende Staatsanwaltschaftsstruktur abhängig ist von den Weisungen des jeweiligen Generalstaatsanwaltes. Und das, wie gesagt, ist eine politische Figur. Also eine unabhängige Justiz. Ich habe keine Ahnung, ob das in Österreich eine ähnliche Struktur ist. Dieses Einzeltäter-Thema ist ja auch eines, was wir erlebt haben bei dem Oktoberfest-Attentat in München 1980, wo es ja auch Zeugen gibt, also genau wie von dem Mädchen, wo du sagst, mit der Entführung, das ist beobachtet worden, mehr als eine Person. Auch da gibt es Zeugen, wie Gundolf Köhler mit mehreren im Auto zur Wiesn gebracht wurde und man stur bis auf den heutigen Tag das Ganze in diese Einzeltätergeschichte, der dann auch das ist ja total praktisch, sich selbst mit in die Luft gejagt hat und damit das Thema natürlich auch erledigt ist. Also irgendwie so eine Masche, die... Spielt erstmal keine Rolle, die Leute gesehen haben. Nun ja, also da gilt wieder diese Zweiertäter, muss man ja eigentlich sagen, Tätertheorie. Aber es ist im Grunde so, die, ich sag mal, jene, die aus der Reihe tanzen könnten, um sich selber zu retten, werden geopfert, bleiben tot auf der Strecke. Und es ist dann, als hätten die einen Trichter, wo man alle ungelösten Fälle reinstecken kann. Alles, was man über Jahre hinweg versucht zu lösen, aber nicht lösen darf, den in die Schuhe schiebt. Das ist eine ganz beliebte Sache. Wir sehen das ja jetzt in München vor Gericht, wo der NSU-Komplex verhandelt wird. Die ganz gut funktioniert. Man hat den Schuldigen und der Schuldige muss schweigen. Aufgrund von nicht mehr physischem Vorhandenseins. Das ist ein sehr beliebtes Spiel im deutschsprachigen Raum. Und nicht zuletzt eben die angesprochene Geschichte NSU. Dort ist es ja nicht anders. Da gibt es zwei, in Anführungsstrichen, Tatverdächtige, Mundlos und Bönhardt, die sich beim Anblick hoch qualifizierte Killer, muss man dazu sagen, also angeblich, die sich beim Anblick von zwei Polizisten derart erschrecken, dass sie sich gleich erschießen. Und zwar gegenseitig, gleichzeitig und synchron. Und auch noch ihren Wohnwagen anzünden. Ja. Der Dritte, der da rausgekommen ist aus dem Wohnwagen, es gibt bisher keinen Beweis dafür, dass diese beiden auch nur an einem Tatort waren. Und das wird auch so weitergehen. Ich bin der festen Überzeugung, habe jetzt auch dazu was geschrieben, also ein Buch, bin der festen Überzeugung, dass wir hier auch eine Art Fall Priklopil haben oder Köhler. Das ist die Masche, mit der die Öffentlichkeit letztendlich gesteuert werden soll in ihrer Meinung und in ihrer Auffassung. Das ist ja sehr wichtig. Die Behörden würden alles tun. Natürlich tun die alles. Die tun alles, um die Aufmerksamkeit und die Ermittlungen in den